Hallo, mein Name ist Brigitte Letier und ich werde in der neuen Spielzeit an der Deutschen Oper in der Tischlerei die Schneekönigin inszenieren. One, two, three, four! Und heute ist ein ganz besonderer Tag, weil heute kommt das erste Mal der gesamte Cast zusammen hier auf diese Probebühne. In einer halben Stunde geht's los. Ich stehe hier vor unserem Modell, damit ihr einen Eindruck bekommt, in welchem Raum es stattfindet. Und ihr seht hier, die gesamte Tischlerei wird in einen Eispalast verwandelt. Die zwei sind befreundet. Kai wird von der Schneekönigin mit einem Eissplitter verwundet und verändert seinen Charakter und ist auch plötzlich weg. Und Gerda verliert ihren besten Freund und geht auf eine große Abenteuerreise, indem sie Station für Station neue Abenteuer erlebt, reift und am Ende im Eispalast der Schneekönigin landet und ihren Kai zurückgewinnt. Wir haben 9 Menschen, die dieses Stück erzählen. Wir haben 5 Musiker und Musikerinnen. Und es ist nicht so, dass die Musiker hier irgendwo sitzen, an einem Ort, sondern die Musiker verkörpern mit ihren Instrumenten auch die Figuren. Es ist ein Riesenabenteuer. 22. November ist Premiere und ich hoffe, dass wir es schaffen, mit 9 Performerinnen eine große Geschichte für Kinder ab 8 und Erwachsene zu erzählen.